Ist die Frage, was bringt mir das? Ist eine gute Frage. Das weiß ich nämlich nicht. Soll ich es tun? Einfach so? Ich bin jetzt bei der komischen. Ich mach's einfach mal. Was soll's? Habe ich ein Achievement für gekriegt? Schwert des Grabsfürsten. Schwerttanz. Auge des Todes darbieten. Was bringt mir das? Probiert man einfach mal aus. Das Spiel erklärt ja einfach mal nichts. Du hast dein Eid vertieft? Was bringt mir das? Ich muss ihn nur nachher fertig machen. Hä? Was ist denn das für ein Schwert überhaupt? Wow, das ist aber. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. 300 Damage. Das scheint gar nicht schlecht zu sein. Das ist irgend so ein Special Effekt noch, oder? Attribute. Gift. Ja, da bin ich doch ganz froh, dass ich mich da reingelegt habe. Cool. Komme ich auch wieder zurück auf dieselbe Art? Das wäre ganz gut, weil. Ja. Ach, da oben habe ich ein Gesicht gesehen. Das sind diese komischen. Ich glaube, die heißen Pinwheels. Die haben auch so eine Fresse. Das ist ja cool irgendwie. Ich frage mich, was der Eid mir jetzt noch so bringt, aber naja, gut. Oder steht das irgendwo? Muss ich mal gucken. Ja, sei ruhig verwirrt. Ich bin auch verwirrt. Ja, Diener des Grabesfürsten. Was einem das bringt, ja. Keine Ahnung. Aber das Schwert ist cool. Hey. Gehe ich da mal runter und hau den weg. Also den Miniboss, nicht den Boss, den wir da eben gesehen haben. Der kommt erst später dran. Ne, hier geht's ja nicht lang. Oder doch? Doch, da geht's lang. Da konnte man ja raus. Tippetappe. Bin ich doof? Hallo? Ach da. Wollte gerade sagen. Oh, ich habe keinen Bock auf euch. Könnt ihr nicht einfach sterben gehen oder so? Oh. Alter Vater. Oh, einfach Slalom laufen. Einfach Slalom laufen. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Ja, war klar. Oh, die alle zu bekämpfen ist Pain in the Ass. Ja, die Frage ist, wo komme ich jetzt wieder raus? Da ganz oben, oder? Obwohl der Weg war ja relativ. Nee, so lang war der Weg ja gar nicht. Ich lerne auch nicht raus. Einfach raus aus der Tür. Und weg. Frag mich, ob ich den Sprung darüber schaffe. 12.000 Seelen. Was soll's? Oh, ich hab's geschafft. Oh, eine Großsense. Ganz nett. Aber hier ist dann auch noch so ein Weg. Achso, da kommt man einfach nur hier hin. Na, es ist vielleicht eine kleine Abkürzung. Ah, jetzt sind wir ja schon wieder hier. Ich möchte das Schwert mal an irgendwas testen. Oh, das ist doch eine gute Rennattacke. Cool. Oh, nicht mehr.
Was soll denn das? Ja, jetzt komm auch hoch. Soll ich ein Stück zurückgehen? Ja. 140 Damage. Ich glaube, unser anderes Teil macht 160 oder so, war das doch. Aber trotzdem nicht verkehrt. Wenn das wirklich vergiftet. Und das ist ja auch unverbessert. Also ich denke, da kann man noch ein bisschen was rausholen. Ja, falle ich da jetzt runter oder klettere ich da runter? Ich nehme einen schnellen Weg. Black Knight. Oh, what? Ach, der hat die große... der hat die Großaxt. Oh, die will ich haben. Gib mir die Großaxt. Die ist ziemlich stark. Wenn die voll verbessert hat, da hat man schon so... mit die stärkste Waffe im Spiel. Möchte ich mal behaupten. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Achso. Sah mir gerade ein bisschen anders aus. Haha, ich hab's zumindest versucht. Ich habe mich daran erinnert, aber naja. Ich glaube, da kann man gar nicht so dran vorbei luschen. Hier wieder Risiko. Risiko! Ach, hier ist auch der Schalter für die Tür da unten. Irgendwie ist das dämlich, was ich gerade gemacht habe, weil... Ach doch, hier unten. Hätte ich mal doch geguckt. LOL. Ich war tot. Checkpoint. Ja, das ist auch ein ganz netter Typ. Hat irgendwas von Metal, möchte ich sagen. Ist auch ein Schmied. Ist ein cooler Typ, möchte ich sagen. Ach komm. Was ist denn das jetzt? Ihr könnt mich doch nicht da unten ankommen lassen und dann doch sterben lassen. Was ist so das? Er wird mich ja wenigstens mit einer Power da stehen lassen können. Naja gut. Jetzt habt ihr ja schon mal gesehen, dass da unten ein Schmied ist. Der ist, glaube ich, auch nur auf Feuerwaffen spezialisiert irgendwie. Also da kann man seine Feuerwaffen aufs Maximum verbessern und sonst kann er auch nichts groß anderes. Ich weiß nicht, was der verkauft. Müsste ich auch nicht mal gucken. Vielleicht verkauft er sogar was ganz Praktisches. Und jetzt möchte ich diesen Black Knight da killen. Weil das Teil, was der da in der Hand hat, da kann man schon was mit anfangen. Kann ich hier runterspringen und einfach so machen? Ach, zumindest macht es nicht so viel Damage, dass es jetzt groß und Schaden wäre. Hat einen guten Flow, die Waffe. Also da kann man einfach so wegschnetzeln. War der hier? Wo ist der? Wo ist der Black Knight? Leute, nicht witzig. Der kann doch nicht einfach weg sein. Da oben zappelt was rum. Hä? Kann es sein, dass irgendein Event nicht aktiviert wurde und der deswegen nicht runterkommt? Oh, wenn ich die Waffe jetzt auch noch nicht krieg, ne? Schon die andere Waffe nicht gekriegt. Macht's eigentlich ein besserer Ausgangspunkt, um hier lang zu laufen. Haben wir schon mal ein bisschen Vorsprung von den ganzen Rädern, die da hinten noch sind. Weil, oh, warum könnt ihr auch überhaupt so eine krasse Kurve fahren, bitte? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich ahne Schlimmes. Ich muss da durch. Lass mich da durch. Ja! Ah. Ja, ihr kleinen Fickgestalten, ihr kommt da nicht durch. Ja. Yeah. Das war wirklich ein knappes Ding, meine Güte. Na, einmal geht noch. Wieso war der Black Knight da jetzt nicht? Da muss ich gleich nochmal hingehen und gucken, ob der dann nochmal kommt. Das möchte ich mir echt nicht entgehen lassen. Ja, das ist ein Freak.
Er geht mit seiner Laterne. Oder so. Oh, der hat gleich 4. Ist voll der Martins Zug Pro, möchte ich sagen. Oder? 4? Ne, der hat 6 sogar. Seine einzige Fähigkeit ist quasi, sich zu duplizieren. Aber es ist eigentlich relativ leicht ersichtlich, welcher welcher ist. Solange man ihn einfach nur im Auge behält. Ja, toll, jetzt ist er schon so gut wie tot. Guck, man sieht jetzt sofort, dass er das da ist. Auch wenn er sich jetzt seine 2 Kumpanen daran holt, ist er trotzdem jetzt schon tot. Boah, krieg ich aber nochmal ordentlich einen mit. Trotzdem ist er tot. Du kannst Leuchtfeuer stärker entfachen, ja. Das heißt, da bin ich jetzt aber auch gerade nicht auf dem Laufenden. Ist irgendwie schwierig, hier den Weg rauszufinden, aber er ist hier. Ich glaube, dahin, wo ich hin wollte, da kommt man gar nicht mehr hin. Also man kann quasi nicht zurück, sondern muss jetzt weiter. Oder kann man hier an der Seite lang? Nee. Oder hier oben lang? Pass auf, Schleichweg. Ja, das sind hier quasi, ich weiß gar nicht. Ach, das Grabmal der Riesen. Der Anfang davon. Ganz ans Ende sind wir ja schon gekommen, da wo dieser Bossgegner sitzt. Aber hier ist es einfach nur dunkel. Und zwar richtig dunkel. Man kann nur 1 Meter weit gucken. Und das im ganzen Bereich. Und hier sind auch richtig heftige Skelettgegner. Also nur diese ganz großen Skelette. Und so eine seltsamen hundeartigen Skelette. Oder es sind einfach nur Krüppel. Zum Glück sind diese kleinen Hilfslichter hier. Ich weiß gar nicht, ob die im Spiel so vorgesehen sind oder ob die von Spielern platziert sind oder so. Ich bin da gar nicht sicher. Weil das Spiel ist eigentlich nicht so, dass es einen irgendwo Hilfen hinlegt. Ja, jetzt müsste ich hier eigentlich mal zum ersten Leuchtfeuer, damit ich wegteleportieren kann. Das ist wirklich ätzend. Man sieht nichts. Ja, und dann kommen die einfach so aus dem Nichts geschossen. Bam. Bam. Hä? Rothelfer? Anscheinend. Sehr gut. Ist hier was? Hä? Ist hier was? Nein, da ist nichts. Das ist immer nur haarscharf und dann fällt man runter. Dann legen sie mal da hinten so Items hin und denkt sich, oh, lauf da hin und boom, tot. Miau. Muss denn hier so runtersliden? Oh. Das jagt dann wieder gleich so einen fetten Pfeil in den Arsch. Oh, Kacke. Ich glaube, das geht schief. Jetzt muss ich mich nur geschickt anstellen. Ja. Kann ich dabei so einen Trank nehmen? Schade. Ich hoffe, die kommen nicht hinterher. Runterspringen? Runterspringen. Ich höre irgendwo ein Gehechel im Hintergrund. Ich glaube, wenn man sich in die Stelle da stellt, und ich habe ja vorhin den Typen da gekillt, wenn man ihn nicht killt, dann tritt er einen da, glaube ich, runter. Ach, warte, jetzt habe ich ja die Schädellaterne. Schädellaterne, Schädellaterne.